Hallo Leute, ihr seht bestimmt schon eine Veränderung und ich weiß auch, woran das liegt, denn ich habe einen Pony. Also so zur Seite oder gerade, ja. Und 3, 2, 1, Magic, ich habe kein Pony mehr. Wow. Ich habe kein Pony mehr. Das hier ist ein Clip-in-Pony und ich zeige euch mal, wie man den benutzt und wo man so einen herkriegt. Also so sieht dieser Clip-in-Pony jetzt aus. Ja, von Weitem sieht es vielleicht ein bisschen anders als meine Haarfarbe aus, aber ich finde, er passt ganz gut. Und zwar hat er hier hinten solche Clip-Dinger, mit denen ihr den Pony in den Haaren ganz gut befestigen könnt. Dadurch, dass das 4 Stück sind, hält das wirklich bombenfest. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man sich diesen Pony richtig in die Haare machen kann, wie man ihn stylen kann und wie man unterschiedliche Looks damit kreieren kann. Ich nehme dafür erstmal meine ganzen Haare vor und bürste sie mal durch. Und dann nehme ich auch schon den Pony zur Hand und mache erstmal die ganzen Clips hier hinten auf. Und leg mir den so an den Kopf, wie ich ihn haben will, hier von der Länge. Ich finde das jetzt so ganz schön. Und dann nehme ich diese Clips hier hinten, sind wie so kleine Kämme, und schiebe die so ein bisschen in die Haare rein. Und clips die zu. So. Und jetzt sieht es natürlich noch ein bisschen komisch aus. Deswegen bürste ich jetzt diese langen Seiten hier, von die sind nämlich auch vom Pony, einmal so ein bisschen in meine Haare rein. Das macht nämlich einen ganz schönen Übergang. Und dann mache ich den hier vorne einmal gerade. Ich zeige euch erstmal, wie ihr einen geraden Pony macht. Und jetzt sieht das Ganze noch ein bisschen fransig aus. Ich mache meine anderen Haare jetzt mal hinter und klette das hier vorne mit dem Kletteisen. Dadurch, dass das hier Echthaar ist, ist das wirklich kein Problem. Ihr könnt das übrigens auch färben. So. Da müsst ihr jetzt allerdings aufpassen. Man verbrennt sich sehr leicht am Pony. So von unten. Ihr könnt es natürlich auch vorher machen, aber ich finde es ganz schön, wenn man es dann hier auch so direkt stylen kann. Klette das nach vorne und biegt das am Schluss hier so ein kleines bisschen um. Ja, ich glaube, so ist ganz gut. Ich nehme mal die anderen Haare nach vorne. Ich habe den auch ein kleines bisschen gekürzt mit meiner Haarschneideschere, deswegen kann es sein, dass er an manchen Stellen ein bisschen uneben ist. Man kann ihn natürlich auch noch weiter kürzen, er ist jetzt sehr lang, dadurch hat man natürlich eine große Variationsfreiheit. Ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig cool, auch mal zu sehen, wie man mit einem Pony aussieht, ohne sich direkt einen schneiden zu lassen, weil ich würde mir niemals einfach einen Pony schneiden lassen. Ich hätte da so Angst, dass mir das dann überhaupt nicht gefällt. Und da ist das hier eine ganz coole Alternative. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Ponyarten. Das hier wäre jetzt halt der gerade Pony. Man kann ihn natürlich noch mehr kletten, wenn man möchte. Aber es gibt natürlich auch noch den schrägen Pony. Hatte ich übrigens früher selbst als Kind. Und zwar, ich mache jetzt mal so einen richtig krassen Seitenscheitel. So hatte ich wirklich den Pony früher, ne? Nicht lang, aber es gab so eine Zeit, da hatte ich meinen Pony so. So, jetzt mache ich das vielleicht noch ein bisschen mit dem Kletteisen, damit das ein bisschen natürlicher aussieht. Oh, ich bin so unerfahren, was Kletten von Pony angeht, ne? Ihr merkt das wahrscheinlich auch. Ja, sieht auf jeden Fall mal wieder anders als der glatte Pony aus. Ja, ich finde, das sind einfach krasse Unterschiede. Aber was ich wirklich sagen muss, also ich muss jetzt gestehen, ich finde an mir ein Pony jetzt nicht so toll. Aber mir gefällt das eigentlich ziemlich gut mit einem Hut. Weil ohne Pony sieht mein Gesicht mit einem Hut total komisch aus. Und das betont nochmal so das Runde, und wenn ich dann einen runden Hut auf habe. Und ich finde, mit Pony geht das eigentlich. Also sowohl mit so einem seitlichen Pony als auch mit einem einigermaßen geraden Pony oder so einem, ja, Fransenpony, wie ich ihn jetzt zum Beispiel habe. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Und zwischendurch mal so eine kleine Tippveränderung tut, glaube ich, auch jedem ganz gut. Ich sage jetzt noch mal ein bisschen was zum Shop und natürlich noch mal zum Pony. Der Pony kostet 20 Euro ungefähr, also ich glaube 19,95. Aber bedenkt wirklich, es ist echt Haar. Ihr könnt es färben, ihr könnt es kletten, ihr könnt es locken, ihr könnt wirklich alles damit machen. Ich habe den Pony von Verlocke zugeschickt bekommen. Und zwar ist das ein Unternehmen, das Haarverlängerungen verkauft und auch ganz viele Haaraccessoires. Wie zum Beispiel ein Haarreif oder noch so ein Synthetik-Pony mit Haarreif oder auch etliche Arten von Haaraccessoires. Ich werde übrigens einige der Haaraccessoires in meinem nächsten Verlosungsvideo verlosen, also bleibt auf jeden Fall dabei und abonniert mich und macht da auf jeden Fall mit. Es sind echt ein paar ganz schöne Sachen dabei. Ich verlinke euch den Shop und alles, was ihr dazu wissen müsst, hier unten in der Infobox. Die Sabine, die mir das zugeschickt hat, ist auch eine ganz, ganz liebe. Das sind alle Kontaktdaten, findet ihr unten in der Infobox. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch ein Abo da, um keines meiner neuen Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!